Ein herzliches Willkommen hier zu unserer Hotlap aus Belgien. Und zwar werden wir mit Red Bull Racing, weil ja Verstappen eigentlich ja in Belgien geboren ist. Deswegen kommen wir zur Hotlap hier in Spa-Francorchamps. Das Debüt gab es 1950. Es ist eine der traditionellsten Rennstrecken im Kalender. Die meisten Wins hatte hier. Es ist ja auch das Wohnzimmer des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher. 6 Wins, 5 auch noch Senna. Also der war auch hier ziemlich gut. Eine Länge sind natürlich die bekannten 7004, also die 7004, 19 Kurven, 6 rechts und 9 rechts und 10 links. Früher natürlich mit dem Riesenanbau waren es über 19 Kilometer. Das ist es jetzt nicht mehr ganz. 44 Kurven sind dadurch, Runden sind dadurch auch nur zu absolvieren. Hier haben wir es nochmal 19 Turns und die Strecke. Natürlich auch 2 DS-Zonen auf Start und Ziel. Und natürlich dann nach Rouge Radillon, diese lange, die Campbell Strait, ist dann halt die zweite DS-Zone, die dann auch wahrscheinlich meistens zu den meisten Überholmanövern führen wird. Und hier sind wir nun, erste DS-Zone ist direkt hier, eigentlich ja eh nur so ein kleines Stückchen bis zur ersten Kurve. Ich bin sehr gespannt, gestern ging einiges ab im Qualifying, deswegen müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Erste Kurve hier, Lasurs, schon ziemlich spaßig und echt tricky. Der Exit ist nämlich verdammt wichtig, weil dann fährst du eigentlich Vollgas durch, also wenn du Eau Rouge geht, Vollgas natürlich. So, hier gab es auch mal eine Szene zwischen Sainz und Ocon, Perez und Ocon mit He Won't Kill Me und so weiter. Hier haben wir Eau Rouge Stand hier, Relillion, hier oben dann die Kurve und dann hier, genau, ich liebe diese Kurve, einfach nur verdammt tricky und noch immer noch so fatal, auch gestern 2019 Hubert, auch bei der W Series am Freitag, also da gibt es immer noch den ein oder anderen Diskussionsstoff, ob man vielleicht die Kurve entschärfen müsse. Hier jetzt auf der Camel Street kann man gut überholen auf Lake Compass. Das ist diese komplette Schikane. Da hat es gestern beim Regen auch ein paar Ausrutscher, Verbremse und so weiter gegeben. Man schätzt die Kurve falsch ein anscheinend. 7, hier nochmal, genau. 5, das ist hier Lake Compass. Und 7, genau. Dann die Bugs Hill, keine Ahnung wie die Kurve heißt. Rechts, Knick, sehr lange. Und dann eigentlich geht das in einem Flow mit der 9er Kurve. Und das ist, genau, hier innen bleiben, sich raustragen lassen. Ich bin vielleicht ein bisschen zu früh oder zu weit habe ich die Lenkung aufgemacht. Aber die war okay, die Kurve. Hier kann man vielleicht noch mehr Schwung mitnehmen, aber Track Limits, ihr kennt das Ganze. Dann kommen wir hier zu Double Puhon. Ich liebe diese Kurve. Die ist nämlich echt tricky. Kann man jetzt schon mittlerweile Vollgas mit dem 8. Gang fahren. Und das ist echt ein Wahnsinn, wenn man das nimmt. Das ist echt eine so langgezogene und so verdammt schnelle. Du fährst da mit 300 durch mit dem 8. Gang. Das ist unvorstellbar, wirklich. Eine Kurve, da denkst du dir, das geht sich nie im Leben aus. Und dann bist du schon durch. Und jetzt kommt eine richtige Anreihung an Kurven, die man eigentlich alle gut machen sollte. 12, 13, hier dann 14 und dann noch die 15er, bis man dann endlich mit dem Kurvengeschlängel durch ist. Also ich mag alle Kurven an sich, aber wenn du hier die Einfahrt verpasst, ist es schon eher tricky, dass man dann hier einen guten Exit hat. Dann hast du hier mal kurz vor Schnaufpause 14, links weit die Lenkung aufmachen, viel Schwung mitnehmen, weil die 15er schon der Anlauf ist für die letzten zwei Vollgaskurven, für Blanchiment halt dann. Ja, auch gute, echt, das ist eine mega Strecke, ich liebe sie, man kann sie eigentlich jedes Mal wieder hier fahren und immer wieder merkt man, boah, es ist immer wieder hier, kann man noch ein Zehntel holen, hier noch ein Zehntel, da vielleicht noch 2 Zehntel und dann hier in die letzten Kurven, Blanchiment, die 2 Linkskurven, 16 und 17, geht alles Vollgas ab der 15er Kurve, fährt man dann hier echt Vollgas durch, eine spaßige Kombination und dann hier Bus-Stop-Schikane, Kurve 18, 19, die letzte, die auch schon so die ein oder andere schnelle Runde gestern zerstört hat, mit einem Dreher, wenn man hier über den Körper drüber hüpft, dass man da nicht richtig am Boden landet und so weiter. Also da gab es schon das ein oder andere Fehlerchen, was sich da gestern eingeschlichen hat. Und über das werden wir jetzt natürlich auch reden, natürlich auch über diesen Horrorunfall von diesem sehr schlimmen Unfall, wo Gott sei Dank nichts passiert ist von Lando Norris. Aber zuerst mal ging es mit Regen los, mit viel Regen. Man sieht es auch hier, Latifi mit einem Ausritt, da war fast Sumpflandschaft. Und dann ging es ins Q3. Vettel hat schon gesagt, Full Wets, es ist ein Red Flag, es muss abgebrochen werden. Und so kam es dann auch, Rouge rauf,
hat Lando Norris ausgedreht. Der ist dann mit einem sehr heftigen Abflug in die Mauer gefahren. Ist Gott sei Dank nichts passiert, er darf auch fahren. Vettel ist eh unmittelbar dahinter gefahren, hat dann auch gleich geguckt, ob alles okay ist. Trotzdem. Und dann kam noch ein Überraschungsendspurt von George Russell, der sich einfach den zweiten Platz geholt hat. Verstappen natürlich mit Paul Hamilton, aber Ricciardo auch sehr überraschend auf dem vierten Platz. Vettel 5, also wenn Regen ist, ist Vettel da auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, die Ferrari sehr, sehr, sehr schlecht. Alonso hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Latifi mega gut, sehr gutes Qualifying wieder. Lando Norris musste nach dem Crash kein Getriebe wechseln. Das hat mich auch echt sehr gewundert. Also der ist ja auch voll mit der Rückseite reingeschlagen. Also da kannst du echt... Da kannst du echt von Schutzengel ausgehen. Auch Gasly war da, also überhaupt die Top. Alles hinter Hamilton ist sehr überraschend. Ricciardo normalerweise nicht mal in die Top 10. Dann auch Vettel natürlich, Gasly. Perez auch ein bisschen enttäuschend, aber ich bin sehr gespannt, wird ein spannendes Rennen. 80% Regenwahrscheinlichkeit. Also da kannst du dich auf den einen oder anderen Fehler, Dreher, Crash, erste Kurve Ungarn, sage ich nur. Also da kannst du dich auf jeden Fall gespannt machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Woche, glaube ich, geht schon direkt nach Zandvoort weiter. Heim Grand Prix 2 für Verstappen. Und abonniert unseren Channel, gern kostenlos. Schaut doch gerne auf Twitter, TikTok und Instagram vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns hoffentlich später oder morgen zum Recap. Da wird es auf jeden Fall was zu diskutieren geben. Ciao.